Hallo ihr Lieben, das sind wir wieder. Heute mache ich eine What's in my bag Gassi Edition, denn die liebe Eda von Cookie Wow Wow hat mich getaggt, dass ich das doch auch bitte mal machen soll. Wenn ihr euch ihr Video anschauen möchtet, das verlinke ich euch gerade unten in die Infobox. Die hat eine richtig, richtig tolle Tasche, da bin ich auch etwas neidisch darauf und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Wie manche von euch wissen, habe ich mir ja so eine Gürteltasche geholt. Die habe ich in einem meiner Videos zu meinen ganzen Hundesachen gezeigt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es im ersten oder zweiten drin war. Aber gut. Auf jeden Fall, hier ist das gute Ding. Und dann zeige ich euch einfach mal, was ich immer so dabei habe. Fangen wir mit der linken Tasche an, also die hier. Die hat auch einen Klettverschluss, das heißt, man kann etwas reinmachen und in den meisten Fällen sind da meine Kotbeutel drin und mein Hausschlüssel und meine anderen Schlüssel. So habe ich einfach beides im Griffbereich. Ab und zu ist auch noch ein Haargummi drin, gerade jetzt im Sommer, wenn ich mir unsicher bin, ob es zu warm wird vielleicht unterwegs oder nicht. Also meistens morgens oder halt abends. Und damit ich da natürlich keine Wasserfälle von mir gebe, habe ich immer gerne noch ein Haargummi dabei. Das mittlere Fach, das hat sogar einen Reißverschluss. Und dort habe ich dann immer meine Leckerli drin. Das ist natürlich mal wieder Käse. Dann unseren Klicker, der ist auch noch mit drin. Und für unterwegs auch öfters mal etwas Geld und oder meine Bankkarte. Also ab und zu muss ich natürlich Geld abheben gehen. Auf unserem Spaziergehweg ist sogar unsere Bank. Das heißt, da kann ich dann auch einfach mit den Hunden reingehen und das Geld abheben. Oder wenn ich jetzt unterwegs noch was schnell einkaufen möchte, also gerade im Sommer ein Eis oder sonstiges. Ich habe einfach immer gerne noch ein bisschen Geld dabei, dann bin ich auf Nummer sicher. Das mache ich gerne in das mittlere Fach rein, einfach nur, weil ich das abschließen kann, zuschließen kann, so richtig mit Reißverschluss. Und da muss ich mir keine Sorgen machen, dass es irgendwie rausfällt oder so. Jetzt zu meinem letzten Fach, und zwar das hier so. Ihr könnt es sicherlich schon sehen, hier ist meistens mein Handy drin. Besonders wenn ich keine Hosentasche oder Jackentasche parat habe, mache ich dort einfach sehr, sehr gerne mein Handy rein. Das Fach ist etwas zu klein. Es wurde auch, glaube ich, noch gemacht, als die Handys kleiner waren als jetzt. Aber es passt gut rein, ich kriege es schnell raus und ja, es hält bombenfest da drin. Da muss ich mir keine Sorgen machen, dass es rausfällt. Das ist super, super praktisch. Manchmal nehme ich auch meinen iPod mit, wenn ich noch Musik hören möchte nebenbei. Den mache ich dann entweder in dieses Fach rein, wenn ich eine Jacken- oder Hosentasche parat habe, oder er kommt einfach mit ins mittlere Fach noch reingequetscht. Dadurch, dass das das größte Fach ist, ist dort auch am meisten Platz. Jetzt habe ich seitlich hier noch neben dem Handy diese Öse. Da kann man dann alles Mögliche noch dran machen. Also eine Wasserflasche. Ich hatte auch schon mal so diese kleinen Einkaufsbeutel. Die habe ich in Form einer Karotte und einer Erdbeere. Und dann habe ich die einfach mal da dran festgemacht. Einfach nur, wenn ich dann noch unterwegs was holen sollte, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Das war eigentlich dann auch schon größtenteils alles, was wir dabei haben. Ab und zu nehme ich noch ein Spielzeug mit, das passt aber überhaupt gar nicht da rein. Das quetsche ich dann entweder zwischen Gürtel und Bein oder ich habe es in der Hand dabei oder ich nehme noch mal eine Extratasche mit. Aber das kommt nicht so oft vor. So, jetzt meine Frage an euch. Was nehmt ihr denn mit zum Spazierengehen? Und was habt ihr denn so einfach dabei? Vielleicht habt ihr noch ein paar gute Tipps für mich. Vielleicht noch ein paar gute Geheimtipps, wer weiß. Und dann würde es mich auch total freuen, wenn die liebe Lara von Lenny the Chi doch auch mal zeigen würde, was sie unterwegs dabei hat. Ansonsten kann sich natürlich jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, auch frei ein Video darüber machen, was er denn alles so beim Spaziergang dabei hat. Ich würde mich sehr darüber freuen und dann würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Neben mir findet ihr den Link zu meinem letzten Video. Falls ihr noch nicht genug von uns bekommen habt, dann könnt ihr euch gerne noch weiter über uns informieren. Wir würden uns sehr darüber freuen.
Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!